So, liebe Leute, es geht heute weiter. Richtig, das Viertelfinale-Spiel gegen die Serben steht heute an. Serbien schlug Portugal im Elfmeterschießen mit 5:4. Wir schlugen in der letzten Partie, ist jetzt unten eingeblendet, gegen Kroatien mit 2:0. Und dem ersten Spiel ohne Gegentor, nachdem man in der Gruppenphase Platz 1 belegte mit 7 Zählern. Dieses wilde 4:4 gegen Spanien in der zweiten Folge vor einigen Tagen. Ja, das bleibt noch gut in Erinnerung. Das war nochmal ein Krampf, aber meiner Meinung nach müssen wir auf jeden Fall nochmal was bringen. Jetzt nochmal eine Leistungssteigerung, ja. Und ich werde die gleiche Startelf wie beim 2:0 gegen Kroatien spielen. Warum auch immer, was wechseln. Wobei die Seite da hinten rechts gefällt mir gar nicht. Ich muss sagen, Hoffmann, der macht keine gute Partie momentan. Deswegen werde ich tatsächlich mal was probieren, mit Kehra auf die Seite zu sitzen. Ja, es ist alles nicht die. Es ist nicht alles die Top. Besetzung. Sané, der muss da drin bleiben. Definitiv. Deswegen. Ich überlege gerade, ob ich da. Herr Klostermann ist auch nicht die. Ist auch nicht das Bomben. Die Bomben. Ist auch nicht die Bombenlösung. Eigentlich müsste ich ja Werner spielen lassen. Aber nein, ich tue es nicht. Weil, wie gesagt, er ist. So, also dann werde ich jetzt auf jeden Fall noch einen Spieler reinsetzen. Und zwar werde ich dafür Wirtz mal probieren. Für Havertz. Halte mal. Da, auf geht's. Ins Match. Wie gesagt, Viertelfinale steht an. Es geht jetzt langsam in die heiße Phase. Wenn wir das Ding jetzt überstehen, haben wir auf jeden Fall volle 7 Folgen. Weil dann gibt es maximal Spielplatz 3 noch. Aber wir müssen jetzt mal ins Halbfinale. Das ist das große Ziel. Und Serbien, ja, die haben wir schon mal verloren. Naja, wie dem auch sei. Gehen wir rein ins Match. Und Serbien gegen die haben wir ja schon mal verloren in der Gruppenphase. 1-0 damals war das. Liebe Fußballfans, willkommen hier im Lusail Stadium. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Heute übertragen wir für Sie eine Partie aus dem Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Das Viertelfinale steht an, Wolf. Es wird immer spannender und ich glaube, es wird auch immer besser. Beide müssen heute ihre Stärken auf den Rasen bringen, müssen Leistung zeigen. Das ist eine ganz enge Geschichte. Number 7, Leon Goretzka. Number 22. So, auf geht's. So, wie gesagt, nochmal die Wechsel, Havertz raus. Ah, ich habe schon wieder vergessen, die Trikots zu überprüfen. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Flowage, ja, das ist Serbien, das ist definitiv auch keine. Kein, das ist die Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist definitiv auch keinen. Rüdiger spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. So, Kehrer schon mit der Gelben. Ja, geil, fängt schon wieder gut an. Es gibt die Verwarnung. Drei Minuten. Konnte man die auch geben, die Spieler sollten gewarnt sein. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. So. Ja, der geht zu lang, oder? Die Erwartungen an Thomas Müller sind heute natürlich enorm. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben. Gosens. Macht er hier sein Tor, da bin ich mir ganz sicher. Gosens. Er kann dieses Duell gewinnen. Gosens. Gosens. Gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ecke, den nehme ich. Gehen wir mit der Ecke. Ecke kommt. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Süle! Ecke für die deutsche Mannschaft. 11. Minute, die zweite gute Situation. Einfach mal was. Probieren wir es einfach mal. Warum nicht? Ecke kommt. Und Dimitrovic gegen Kehra. Also, Süle, Kehra mit zwei sehr, sehr guten Situationen. Und der verliert schon wieder den Ball. Der Verteidiger der Serben da. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Ja, guter Pass. Guter aufgepasst da. Also, Serbien durchaus anfällig in der Verteidigung. Nicht ungefährlich, Steilpass. Ja, Lazovic. Tadic. Gut aufgepasst dort.
Er geht dazwischen. Da oben rechts ist was frei, genau. Sané, der jetzt mit Tempo mal über die Seite gegangen. Ein bisschen Platz hat. Sané! Das muss sein. Soll. Abgefälscht geht der Ball ins Tor. Den hat der Verteidiger noch berührt. 21. Minute, die Serien so gut sind in der Offensive, sind so anfällig sind auch in der Defensive. Da siehst du natürlich nie so gut aus bei einem Eigentor. Aber was willst du da machen? Du willst ja irgendwie das. Das war aber kein Eigentor, meiner Meinung nach, oder? Das war Sané mit dem Kopf. Ja, gut, okay. Das ist für mich kein Eigentor. Das ist für mich ein Tor von Sané. Punkt. Ist egal. Der Ball ist drin. Wir führen 1-0. Alles andere ist egal. Und er zeigt auch für Leroy das Tor. Das Tor, ja. Also, Leroy Sané 1-0. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Wie gesagt, das ist. Die Serben sind extrem anfällig, aber man hat mal gezeigt, dass es geht. Über die Seite. Ich sehe da schon, dass da einer frei durchmarschiert. Das ist Robby Gosens. Ich wollte gerade rüberpassen. Also, 21 Minuten schon mal mit 1-0 in Führung. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Lovic. Die Flanke bleibt hängen. Der Ball, es gibt Ecke. Ja, ich wusste gerade zögern, nicht, dass der den Handelfmeterfall war. Das war schon ziemlich kritisch, aber scheinbar hat es gereicht. Jetzt die Ecke. Gute Parade. Naja. Oh, bitte nicht. Ja, weil ich glaube, es war. Das ist Rüdiger. Einstabilisator. Bitte jetzt nicht noch irgendwie mehrere Wochen Ausfall. Das sieht böse aus. Das wird länger ausfallen. Das war's für ihn mit dem Turnier. Kehrer rutscht hinten in die Innenverteidigung. Das heißt, ich werde. Ja, warte, ich lasse einen Kehrer draußen. Auf der Position. Ich lasse ihn auf rechts. Den Schlotterbeck hinten in die Innenverteidigung. 32. Minute. Der Wechsel muss gezogen werden. Ja, das ist bitter. Der ist über den Serben dort, der am Boden lag. Gestolpert. Der letzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Schöner Angriff. Den Schock muss erstmal verdauen. Das war eigentlich gut. Wir haben es gut im Griff, die Partie. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Jetzt muss es so wie. Geht einfach vorbei. Nein! Pfosten, aber das ist abseits. Abseits. Glück gehabt. 36. Sané, auch hier wieder viel Platz auf der Seite. Das muss das 0-2 sein. Das muss das 0-2 werden durchs Wirtz. Und jetzt Müller. Ja, die Fans wollen, dass sie was aus der Chance machen. Ja, das wird er auch, was sicher sein können. Wir Gosens. Ja. Gegen Deutschland. Hand, ja. Oh nein, ey, das Ding ist, der hätte noch reinlegen müssen. Das wäre ein bisschen ruhige Berührung gewesen. Gerade über der Aufregung jetzt, um Rüdiger. Dusan Tadic. Harte Aktion. Ist das vielleicht sogar rot? Es gibt glatt rot für Süle. Oh, tut das gerade weh. Haben das hier gut im Griff, aber jetzt könnte die Partie noch kippen. Neuer 1-1. Ja, irgendwo hat sich jetzt abgezeichnet. Die glattrote Karte und eine bittere unnötige. Du musst das 2-0 nicht Würz machen. Du musst das 2-0 nicht Würz machen und dann kriegst du so ein Ding rein. Oh Mann, jetzt musst du echt aufpassen, dass du das Ding nicht jetzt kaputt geht, dass du das Ding jetzt nicht kaputt spielst. So, ich werde jetzt wechseln. Es bringt ja jetzt nichts anderes. Ich muss jetzt, aber Kimmich kann ja auch Innenverteidiger spielen, ne? Ah, das tut natürlich jetzt extrem weh. Deswegen muss der zweite Wechsel jetzt gehen. Oh, ja, ich muss natürlich mir die Offensive jetzt ein bisschen kaputt machen.
Ich würde es auf die 6, 7 Sühle vor, also quasi in Anführungszeichen den Final, dann wird es auf die 10. Und da halt ein bisschen. Tut mir leid, Kehrer muss jetzt raus, das ist wegen der gelben Karte, dass er nicht gelb rot sieht. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt nochmal 2 Minuten drauf. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen, Brandt. Jetzt musst du ein bisschen Ruhe in die Pause kriegen, in das Spiel kriegen. Es ist Pause. So, da kommt der Pfiff und damit. Ah, du vergibst die Riese, die fast 100%ige Chance auf das 2-0, kriegst eine rote Karte und kriegst das 1-1. Also das Ding ist jetzt nicht noch nicht verloren, aber es ist schwerer. Deutlich schwerer geworden. Es kann los, und du hast keinen Neuner vorne drin. Hat keinen Stürmer. Anführungszeichen. Brandt. Naja, versuchen wir es nochmal. Brandt, Vlahovic, der von vorne reingeht und dann den Ball zur Ecke spitzelt. Ecke kommt rein. Geht dazwischen. Wie gesagt, nochmal, die Serben haben Portugal geschlagen. Das ist noch nicht durch, das Ding hier. Chance zur Führung. Der Keeper verhindert hier das Tor. Es war ja wieder die so eine große Chance. Milinkovic Savic. Savic, ja. Gute Pässe jetzt. So, Goretzka. Nur Müller. Müller. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Der sieht, dass der Brandt da aus dem Spiel. Ach, das muss doch besser kommen. Wird's. Ecke. Sie werden hier wechseln. Kimmich führt aus. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Schlotterbeck. 61. Hier ist Deutschland wieder so ein bisschen drin in der Partie. Erstmal geklärt. Brandt. Julian Brandt. Sané! Deutschland führt wieder! 1-0! Jetzt geben sie ja alles und jetzt haben sie die Führung! Aus 2-0, 2-1, man dreht wieder. Sag ich ja, die Verteidigung der Fraternen ist sowas von anfällig da hinten drin. Ich hat sich wieder überlaufen, wieder von Brandt, von der rechten. Weil es ist eine durchaus verdiente Führung. Muss man so sehen. Ha! Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Jetzt wechseln sie hier aus. So stark, wie gesagt, wie die Offensive der Serben ist, und so schwächer ist die, die Verteidigung, wiederholt, dass sie sich hinten ausspielen. Wird's. Viel Platz für den Konter jetzt. Wird's, ja. Gutes Ding. Auf Brandt, sie wird spielt jetzt auf 6, weil halt den Deutschen im nächsten Spiel definitiv doch ein schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Jonas Hofmann. Hofmann. Wird's. Wird's. Ganz sicher. Und Dimitrovic verhindert das 3-1 der Deutschen. Der Ball kommt rein. Wieder Florian Wirt, der viel Betrieb da mal, der ist ein bisschen, der das Gute. Sané in der Mitte. Oh, misslungene Befreiung. Sané, Gosens, Gosens, Gosens. Und es ist wiederholt, einer der Verteidiger, man kriegt wiederholt die Außen sind noch einige mal laufen. Und das ist halt genau das, was man machen muss, weitermachen muss. Ball kommt nicht durch, er macht zu. Und Schiri. Freistoß gegen Deutschland. Harte Aktion, aber kein Geld. Er weiß natürlich auch, wenn er eine Schonfrist vom Schiri hatte, dann ist die in diesem Augenblick vorbei. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Ja, es ist noch keiner. Es läuft keiner mit jetzt wirklich.
Doch, da geht jetzt. Wo wirft? Der hat natürlich noch ein bisschen Zeit halt. Der Platz, der gute Situation hat er, so zwei, drei Chancen hat er. Savic. Platz auf außen. 5 Minuten. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Aber Kimmich. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Der halt Verteidiger jetzt spielen muss. Brand, ja, lauf doch auf die Seite. Genau, dahin, Hofmann. Wirtz, die Entscheidung. Man steht im Halbfinale. Es ist wieder passiert, man hat wieder die Verteidiger laufen. Genau so muss es passieren. Es hat funktioniert. Man hat schnelle Verteidiger außen mit eben Brandt, mit eben Sané. Und Sané mit seinem Doppelpack. Brandt mit letzter Torvorlage. Und Florian Wirtz von Bayer Leverkusen mit dem 3:1. 89. Gott sei Dank, ey. Und jetzt geht es ins Halbfinale, liebe Leute. So. So, jetzt mache ich natürlich, wechsle ich natürlich ein bisschen durch. Die Jungs mal ein bisschen auspowern lassen. Ein bisschen durchlaufen lassen. Na gut. Ich muss ja schon zweimal den ersten Halbzeit wechseln. Ich habe ja schon Kehrer auswechseln müssen zur Pause. Und ich habe auch schon Rüdiger auswechseln müssen. Also mir fehlt definitiv meine Stamminverteidigung im Halbfinale. Das wird natürlich das Schwere. Lautet jetzt also 3:1. Eine Minute noch. Florian Wirtz auf jeden Fall mit der Wohlentscheidung. Gut verteidigt. Ja, Spajic, der ist aber egal. Andrea Schiff. Yes. Schuss aus, das war's. Damit sind sie nun also weiter. Sie stehen mit diesem Ergebnis in der nächsten Runde. Sie kommen also weiter. Knappe Angelegenheit, da war auch, muss man durchaus so sagen, Glück im Spiel. Egal, jetzt geht's ran an die nächste Aufgabe. Genau so ist es. Also. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Auf jeden Fall die Aufgabe Serbien gelöst. Alles andere ist unwichtig. Wie gesagt, kein Freilos, definitiv nicht. Aber man hat die Aufgabe. Man ist es, man ist weiter, egal wie. So, dann gucken wir mal, was wir im Halbfinale kriegen. Die wir dann in der nächsten Folge natürlich sehen, ne? So. Alles andere ist erstmal unwichtig. Was kriegen wir denn? Belgien, die Spanier geschlagen haben. Belgien hat Spanien 3:1 geschlagen und dann die Schweizer hinterher mit 2:0. Korea gegen die Schweiz 2:1 verloren. Das heißt, wir kriegen als nächstes die Belgier. Das wird definitiv eine Hausnummer werden. Brasilien ist tatsächlich. Sind die Brasilianer in der Vorrunde rausgeflogen? Kann das sein? In der Gruppe mit der. Sind die, die sind noch mit der Schweiz in der Gruppe gewesen, oder nicht? Sind die Brasilien. Kann ich mal auf die Gruppenphase gucken? Wie gesagt, es geht jetzt im Halbfinale USA gegen Dänemark. Also wenn wir Belgien schlagen, haben wir mit USA, Dänemark in Anführungszeichen zwei etwas leichtere Gegner. Aber ich würde gerne mal bitte in die Gruppenphase gucken. Sind die Brasilianer in der Vorrunde rausgeflogen? Also das sieht nämlich so aus, ne? Gucken wir mal gerade auf die Gruppenphase. Bitte, liebe Leute. So, wir sind Gruppenerster gewesen, das ist ja klar. Brasilien ist sogar Gruppenletzter gewesen mit 2 Punkten. Krass. Die haben gegen Kamerun 2:0 verloren, die haben gegen die Schweizer unentschieden gespielt, die haben gegen die Serben im ersten Spiel unentschieden gespielt und sind tatsächlich ohne Sieg als Gruppenletzter raus. Da hätte ich nicht gedacht, die sind eigentlich absoluter Favorit und das wird, glaube ich, in Real auch nicht so passieren. Aber wie gesagt, man weiß es ja nicht, ne? Man kann ja durchaus passieren. Es kann ja alles passieren.
Ja gut, wie dem auch sei. Nächster Gegner ist Belgien. Und das, liebe Leute, sehen wir uns, ihr kennt das schon, in der nächsten Folge an. Ich sag, wir werden alle 7 Folgen machen. Es wird also noch 2 Tage dauern, bis wir weitermachen, erst mit dem mit dem nächsten Spiel in der dritten Bundesliga bei unserer Karriere mit Bayreuth. Naja, das ist jetzt erstmal unwichtig. 4-mal den Weltmeistertitel und jetzt geht's gegen Belgien.